was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. So, dann machen wir auch direkt weiter mit Command & Conquer. Wohin, Commander? Angriff wird Einheit gestartet. Bereit. Wäre nicht im Ziel, Commander. So. Wie sieht's hier aus mit meinem Kollegen? Perfekt, der hat überlebt. Diese Geschichte. Wir können natürlich jetzt die ultimative Demütigung machen. Wenn es überhaupt sowas gibt beim Computergegner. Nee, wir einfach hingehen und auch seine Superwaffen bauen. Ja, Sir. Wohin, Commander? So. Einheit befördert. Ach, guck mal. Schon unterwegs, Sir. Hallo. Einheit bereit. Ja, Sir. Hervorragend. Vorwärts. Mein Gott, wie viele Sammler hier rumfahren. Hier ist kein Bauhof. Aber wir können hier schon mal ein paar Gebäude einnehmen. Produktion läuft. Ja, Sir. Schon unterwegs, Sir. Hervorragend. Reparaturen in Sicht. Produktion abgeschlossen. Gebäude eingenommen. Premiergebäude ausgewählt. So. Training. Damit können wir schon mal Terrordrohnen, den Rhino-Panzer. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Neues Ziel erhalten. Produktion abgeschlossen. Auf dem Weg. So. Startklar. Angriff wird gestartet. Mach du mal neu das erstmal kaputt. Ich hab die Werkzeuge. Ich hab so, die Pläne das. Hier. Da kenne ich mich aus. Und das. Ich hab die Pläne hier. Gebäude eingenommen. Training. Gebäude eingenommen. So, ich hoffe gerade, dass ich irgendwelche neuen Sachen dadurch kriege. Einheit bereit. Ich arbeite dran. Daten werden ausgewertet. Training. Oh. Neues Ziel erhalten. Okay. Einheit bereit. Damit wäre das auch fertig. Gebäude eingenommen. Ich arbeite dran. Daten werden neue ausgewertet. Bauoptionen. Ah, jetzt habe ich den Apokalypse und die Kirovs. Gebäude eingenommen. Los geht's. So, dann fahren wir weiter. Schon unterwegs, Sir. Schnell und leicht. Angriff wird gestartet. Ja, wir machen das jetzt fertig. Chronosphäre bereit. Waffen bereit. Position wird gesichert. Position wird gesichert. Angriff wird gestartet. Angriff wird gestartet. Schon unterwegs, Sir. Vorwärts. Angriff wird gestartet. Gewittersturm bereit. Einheit verloren. Fahrzeug schon unterwegs, Sir. So, dann fahren wir mal hier rum. Schnell und leicht. Ah, schön. Huch, was war das? Ich hab's nicht Fahrzeug gesehen. Vorwärts. War zu schnell kaputt. Produktion läuft. Feuerzone bestätigt. Premiergebäude ausgewählt. So. Einheit befördert. Dann lass sie mal dahin nachrücken. Neues Ziel erhalten. Fahrer bereit. Einheit befördert. Einheit bereit. Einheit befördert. So. Dann können wir uns jetzt um die Wichse hier drüben. Und dann ist das Hauptspiel auch gleich ganz schön zu Ende. Einheit befördert. So, wir brauchen einmal einen Ingenieur. Einheit bereit. Einheit verloren. Ah, haben wir das schon. Okay. Einheit bereit. Schon unterwegs, los geht's. So. Hervorragend. Feuerzone bestätigt. Waffen bereit. Feuerzone bestätigt. Einheit bereit. Nähere mich dem Ziel. Ich habe hier irgendwas brutzeln gehört. Nähere mich dem Ziel. Hervorragend. Fahrer bereit.
diese scheiß Terror-Drohnen die ganze Zeit, ne? Ich meine, als Sowjet sind die schon mega geil. Produktion läuft. Einheit berichtet. Hervorragend. So. Training. Haben wir noch einen Ingenieur irgendwo gebaut? Laufen die gerade hin, da. Ich arbeite dran. Ich komme nicht zu spät. Jo. Einheit bereit. Ich möchte das Ding auch direkt einnehmen. Einheit bereit. Und nein, 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 boah, seid ihr des Wahnsinns. Lasst den Bau in Ruhe. So. Ja, Sir. Position wird gesichert. Einheit bereit. Ich habe die Waffen ausgewertet. So. Gebäude eingenommen. Ey. Unsere Basis steht unter Beschuss. Neue Bauoptionen. Feuerzone bestätigt. Nein! Einheit bereit. Oh, Scheiße. Einheit verloren. Naja, egal. Einheit befördert. Dann machen wir es auf die altmodische Art und Weise. So. Die Tesla-Spuren sind auch noch an. Na gut, dann machen wir wieder Einheit so. Einheit bereit. Einheit befördert. So. Waffen bereit. Und im Anschluss daran kommt dann noch Juris Rache. Einheit befördert. Und das nächste Spiel danach, Command & Conquer, habe ich auch schon überlegt. Da muss ich noch die Testaufnahmen machen. Fahrer bereit. Fahrer bereit. Schnell und leicht. Angriff wird gestartet. Hervorragend. So. Los geht's. Nähere mich dem Ziel. Ziel wählen. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Einheit befördert. So. Das war ja doch eigentlich relativ einfach. War ich überrascht jetzt. Schon unterwegs, Sir. Waffen bereit. Ziel so. Wählen. Chronosphäre bereit. Einheit verloren. Dann telefonieren wir die Gegner mal weg. Achtung. Chronosphäre aktiviert. So. Angriff wird gestartet. Position wird gesichert. Feuerzone bestätigt. Fahrer bereit. Einheit befördert. Fahrer bereit. Fahrer bereit. Einheit das war so befördert. Hilfreich mit den Kronentruppen, die Energieversorgung zu zerstören. Angriff wird gestartet. Einheit befördert. Fahrer bereit. Fahrer bereit. Schnell und leicht. So. Befördert. Einheit befördert. So. Einheit befördert. Wow. Das ist krass. So, damit ist die Sowjetunion wieder besiegt. Schon unterwegs, Sir. Hervorragend. Position wird gesichert. Einheit verloren. Warte ich jetzt auf die. Wie lange dauert die Chronosphäre denn noch? 4 Minuten. Punkt auswählen. Ja, Commander. Ja, Commander. Ja, Commander. Fahrzeug bereit. Ich versuche jetzt mal. Warte mal, ich speichere lieber einmal kurz ab. Weil ich will jetzt nicht irgendwie riskieren, dass die Mission jetzt noch schief läuft. Weil ich habe nämlich eine Idee, wie ich die Typen da rausgelockt kriege. Schnell und leicht. Keine Spur. Punkt auswählen. Abbau, Leute. Keine Spur. Entfernen. Einheit verloren. So. Fahrzeug bereit, los geht's. Dann können wir jetzt da rein von alles platt machen. Waffen bereit.
Genau richtig zum Hellmarsch bin ich fertig. Einheit befördert. Wir werden niemals kapitulieren. Tod deine Alliierten. Primäres Ziel erreicht. So. Wo ist Romanov? Stalin. Das soll der Weißhaarige da sein? Nach Monaten heftigster Kämpfe ist es den alliierten Truppen am Spätnachmittag gelungen, Premier Romanov mit Hilfe neuester Technologien und militärischer Disziplin im Kreml gefangen zu nehmen. Dieser erstaunliche Sieg der alliierten Kampagne ist größtenteils einem recht unbekannten Commander von Fort Hope, Arkansas, zu verdanken. Ihre legendären Fähigkeiten als Befehlshaber werden in die Geschichte eingehen, sind einer der größten Generäle aller Zeiten. 31 Minuten haben wir gerade mal gebraucht. Wenn Sie dann fertig sind, sich selbst zu preisen, hätte ich nämlich ein Angebot für Sie. Der Präsident hat Sie eingeladen. Uns. Zu seiner heutigen Siegesfeier im Weißen Haus. Wollen Sie vielleicht mit mir fliegen? Achten Sie auf das Geräusch von Hubschraubern. Oh, hätte ich fast vergessen. Duschen Sie noch vorher, Soldat. Warum? Magst du keinen Schweißgeruch? Ja, das war's. Ich muss jetzt die erste Mission nochmal aufnehmen bis Washington, weil irgendwas beim Schneiden schiefgelaufen ist. Naja, egal. Das ist aber egal für die Sowjets, die sind soweit schon durch gewesen jetzt und deshalb wundert euch nicht, ich werde dann am Anfang der Alliierten das Mikro hier schon haben, dann auf einmal wieder das Headset und dann wieder das Mikro. Ne? Nur nicht, dass ihr dann sagt, nimm nochmal neu auf, das ist alles nicht gleichmäßig. Gut. Ich würde sagen, dann nehme ich jetzt die Alliierten nochmal neu auf und dann könnten wir theoretisch direkt schon mit Juris Rache anfangen. Aber ich würde, glaube ich, erstmal die alten Videos durchrendern und alles hochladen, damit ich das alles schon mal weg habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!